Schön, euch zu sehen. Danke, Kleusel, für die beschämend freundliche Vorstellung und Einleitung. Was für eine Freude in Bern. Ich freue mich immer, um hierher zu kommen. Natürlich, um den Kleusel zu sehen und seine Familie, um euch zu sehen, um die wunderbare Stadt zu geniessen, zum feines Mittagessen oder was auch immer an diesen Tagen immer passiert. Und wenn man so eingeladen wird an einen anderen Ort, Open Topic, man ist frei zum Wählen, was man will, gell, dann sucht man sich normalerweise so etwas Nettes aus. So etwas, wo ja, wo irgendwie leicht verdaulich ist. Etwas, wo auch ein bisschen sicherstellt, dass man nächstes Jahr wieder eingeladen wird, weil ich wäre ja eigentlich gern wieder mal da, oder? Und darum, der Kleusel hat gesagt, habe ich mich heute für das Thema Hölle entschieden. Das Thema, ausgeführt, lautet folgendermaßen: in die Hölle und zurück in 30 Minuten. Ich habe das in Basel schon mal probiert, dort habe ich nur 20 Minuten Zeit gegeben, da sind wir nicht mehr zurückgekommen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt in Bern, ich gebe 30 Minuten Zeit und hoffe, dass wir es alle wieder raus schaffen. Es wird eine theologische Predigt, oder? Und eine theologische Predigt ist nicht so eine How-to-Predigt. Das ist nicht eine Predigt so in 7 Schritten zum erfolgreichen Leben oder so. Es ist jetzt auch nicht eine Predigt, wo du den am Montagmorgen direkt und unmittelbar kannst umsetzen. Ich bitte dich herzlich darum, ein Thema in 30 Minuten in die Hölle und zurück am Montag nicht umzusetzen. Also das ist eine Predigt, wo hoffentlich langzeitige Folge hat, wo unser Bild von Gott, unser Bild vom Glauben, unser Bild vom Leben mitformt und so durchaus einen Einfluss hat auf unseren Alltag, auf unser Glaubensverständnis, aber eben nicht einfach so eins zu eins umsetzbar ist. Darum bin ich auf eure Aufmerksamkeit angewiesen, was natürlich besonders gefährlich ist, wenn man noch so eine Slido-Geschichte im Hintergrund laufen lassen hat und jeder von euch Ausreden hat, um das Handy jederzeit zu zücken und schauen, was auf Facebook so läuft. Aber ich sehe es so ein bisschen an der Farbe von der Gesichtserleuchtung, sehe ich, auf welchem App ihr drauf sind. Oder? Schaut, das Thema ist einigermaßen düster und gleich berührt das Thema Hölle, berührt irgendwo ein Zentrum von unserer Gottesvorstellung, berührt eigentlich die Frage nach dem Wesen von Gott. Und das Thema bewegt auch Menschen innerhalb von der Kirche, innerhalb von der Christenheit und außerhalb von der Kirche. Außerhalb von der Kirche, außerhalb vom christlichen Glauben, ist das Thema Hölle eins der schlagenden Argumente gegen der christliche Glaube. Neben der Gewalt in der Kirchengeschichte und in der Bibel und anderen vielleicht heissen Themen, ist das einer der Gründe, warum Leute sagen, ja, also so einen Glauben und so einen Gott muss ich mir nicht antun. Ein Gott, der da so sein himmlisches Guantanamo einrichtet, um alle zu quälen, die nicht nach seiner Pfeife tanzen, auf so einen Gott kann ich dankend verzichten. Ein Grund, die Hölle als ein Grund gegen der christliche Glaube innerhalb der Kirche. Gut, ist die Hölle für einige tatsächlich ein Grund für den christlichen Glauben? Es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin Christ, damit ich nicht dort lande. Oder? Aber es gibt doch auch eine zunehmende Schar von Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus, die auch kämpfen mit dieser Vorstellung von Hölle. Wo sich fragen, ja, wie ist es um die Liebe von Gott genau bestellt, wenn Gott sich so einen Ort kann leisten kann? Und wie ist es um das Wesen von Gott bestellt? Und was ist eigentlich mit, ich weiß nicht, was ist mit meiner Großmutter, die es irgendwie mit dem Glauben nicht so hatte, aber so eine liebe Person war? Und was ist mit dem Nachbar, der an Krebs gestorben ist? Und ich habe zwar ein paar Gespräche mal geführt, aber ich habe das Gefühl gehabt, der ist im Moment fürs Christentum nicht wahnsinnig empfänglich. Und was ist vielleicht mit dem Klassenkollegen von mir, der am Leben verzweifelt ist und sich das Leben genommen hat? Wo landet die jetzt? Oder? Und mit dieser Frage geht es schon um sehr viel. Oder? Bei der Frage nach der Hölle geht es um nichts weniger als um das ewige Schicksal von Menschen. Und ich habe mir vorgenommen, um diese Frage heute so wenigstens ansatzweise anzugehen mit uns. Und ich bin auf euer
wie sagt man dem, zerebrale, auf eure zerebrale Mitarbeit angewiesen, versteht ihr? Auf zwei funktionierende synchrone Hirnhälften bei jedem von euch. Darum, sind ihr parat? Ja, es tönt jetzt nicht wahnsinnig überzeugend. Sag mal zu deinem Nachbarn, du siehst parat aus heute Abend. Also, okay, ich freue mich, ihr seid parat. Wo fängt man an, zum Licht ins Dunkel von so einer Frage zu bringen? Ich schlage vor, bei diesen Begriffen, die in unseren deutschen Bibelübersetzungen landläufig mit Hölle übersetzt werden, oder zumindest in vielen Bibelübersetzungen und Bibelübertragungen auf Deutsch mit Hölle übersetzt werden. Bei diesen Begriffen und bei den griechischen und hebräischen Begriffen, die dem zugrunde liegen, dort fängt die Verwirrung zum Teil schon an, weil die Begriffe sehr weit gestreut sind. Ein Begriff, den ich euch vorstellen möchte, ist der Begriff Sheol, der hebräische Begriff Sheol. Und der hat eine Entsprechung im Griechischen. Der griechische Begriff Hades steht für das Gleiche und wird in unseren Übersetzungen immer wieder mal mit Hölle übersetzt. Eigentlich ist mit dem Begriff aber ein Grab gemeint oder das Totenreich gemeint. Ein Jenseits nach der Vorstellung vom Alten Testament, vor allem eben im Begriff Sheol. Meistens, ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, aber im Alten Testament über weite Strecken ist man davon ausgegangen, dass das Leben nach dem Tod eigentlich vorbei ist. Dass das Endstation ist. Und über weite Strecken im Alten Testament rechnet man mit dem und redet dann vom Tod oder vom Grab oder eben vom Totenreich als einem Sheol. Erst mit der Zeit entsteht so die Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz könnte vorbei sein. Die Hoffnung, dass es vielleicht ein Leben nach dem Tod könnte geben. Erst mit der Zeit im Alten Testament kommt die Hoffnung auf. Und dann verändert sich auch die Erwartung an das Totenreich. Früher hat man gedacht, das ist einfach so eine, wenn überhaupt, ist das so ein schattenhaftes Dasein in Ewigkeit, nicht wirklich ein Leben, vielleicht auch einfach Grab, Tod, Endstation. Und dann mit der Zeit stellt man sich vor, unter dem Sheol, unter dem Totenreich, das ist ein Ort, wo man quasi wartet auf das letzte Gericht, wo man wartet darauf, dass Gott das Urteil spricht über das Leben von jedem Menschen. So wie so eine grosse Zahnarzt-Wartezimmer-Einrichtung. Oder da wartet man auf das, was dann einmal auf einem zukommt. Und es gibt einen anderen Begriff, der häufig im Neuen Testament mit Hölle übersetzt wird. Das ist eben nicht Sheol und Hades, sondern das ist Gehenna. Und der Begriff Gehenna ist ein griechisches Wort, aber eigentlich nicht eindeutscht, sondern eingriechisch vom Hebräischen und heisst eigentlich einfach Tal Hinnom. Und das Hinnomtal war ein Tal in der Nähe von Jerusalem, wo man zur Zeit der Könige von Israel Opfer an heidnische Gottheiten dargebracht hat. Vor allem haben einige israelitische Könige heidnische Gott Moloch Kinderopfer dargebracht. Das war eine riesige Gräueltat in den Augen des Gott Israels. Und einer der Könige, ein guter König, ein Reformkönig, der Josias, war ein gottesfürchtiger Mann. Und der hat in dem Tal Hinnom, wo man die Kinderopfer dargebracht hat, der hat all die Altäre und Tempel und alles, was irgendwie an die Gräueltaten erinnert hat, hat er Schutt und Asche gleich gemacht. Und seitdem ist das Hinnomtal so ein bisschen wie ein Symbol für ein Gericht über die Rebellion, über die Schuld der Menschen. Ein Symbol für so ein Gericht. Und Jesus greift genau die Rede von der Gehenna auf, wenn er von einem irdischen Gericht redet, aber von einem Gericht, das Konsequenzen hat für die Ewigkeit. Und ich lese euch nur ein paar Stellen, die kommen euch vielleicht auch ein bisschen bekannt vor. Eine Stelle aus dem Matthäus, aus der Bergpredigt tatsächlich, wo Jesus sagt, wer seinen Bruder hasst und Menschen verflucht, der wird der Hölle vom Feuer verfallen sein. Und im Griechischen steht da Gehenna. Der wird der Gehenna vom Feuer verfallen sein. Ein Ort vom Gericht, das Gericht über die Bosheit, die Widerspenstigkeit des Menschen. Und in Markus 9, da wird der Begriff
Hölle oder Gehenna wird ihm gegenüber gebraucht zum Eintreten ins Reich Gottes. Da heisst, Gehenna ist der Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Jetzt nicht eine wahnsinnig appetitliche Vorstellung. Ich hoffe, es kommt niemandem die Nacht wieder rauf, wenn er an das denkt, wo der Wurm nicht stirbt. Mit dem ist der Leichenfraß gemeint, oder? Ein Wurm nicht stirbt, ja, ist jetzt nicht eine wahnsinnig erhebende. Das ist jetzt auch nicht ein Vers, wo jemand von uns auf eine Karte schreibt und an Kühlschranktüren hängt, oder? Das ist jetzt für das jetzt nicht wahnsinnig geeignet. Matthäus 8, eine andere Stelle, wo Jesus im Blick aufs Himmelreich erklärt, viele werden von Osten und Westen kommen und im Himmelreich am Tisch sitzen, also in Gemeinschaft mit Gott eingehen. Und andere aber werden rausgeworfen in die äußerste Finsternis. Dort wird heulen und Zähne knirschen oder heulen und Zähne klappern sein. Die Vorstellungen, und viele von euch haben vielleicht die Verse schon mal gehört, die Vorstellungen haben die Fantasie von Christen über viele Jahrhunderte hinweg enorm angestachelt. Und man hat sich die Hölle in den buntesten Farben ausgemalt. Man hat sich ausgemalt, was das für ein grausamer Ort muss sein. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, wo es sich leicht finden lässt in Kirchen, Kapellen, in der christlichen Kunstgeschichte hat man probiert, den Ort von der Pein und von der Qual darzustellen, mit bizarren, dämonischen Wesen, die die Verdammten foltern und töten, ohne dass die sterben können. Ein Ort vom Grauen, wo Sünder, Gottlose schmoren. Und oft war die Hölle auch ein Motiv, gerade weil man sich so farbig ausgemalt hat, so grausam ausgemalt hat, ist die Hölle ein Motiv zur Evangelisation oder zur Mission. Man hat den Leuten wortwörtlich die Hölle heiß gemacht und gesagt, ja, aber dort will ja keiner von euch enden. Darum wendet euch dem Evangelium zu, berget euch im Schoss der Mutterkirche, dann könnt ihr dem Schicksal entgehen. Und auch wenn die Vorstellungen von der Hölle sehr, sehr einflussreich sind in der Geschichte der Kirche und bis heute auch in der Vorstellung, im Denken von vielen Christen noch sehr präsent sind, gibt es berechtigte Einwände gegen so eine Vorstellung von der Hölle. Und ich möchte ein paar nennen. Zuerst einmal auf der Textebene. Wenn man die Texte anschaut, wie ich euch ein paar vorgestellt habe vorher, dann kommt man schnell einmal auf den Gedanken, dass es sich bei diesen Beschreibungen von der Hölle um bildhafte Beschreibungen handelt. Und um Beschreibungen, die man darum auch bildhaft und nicht wörtlich verstehen sollte. Ein Hinweis darauf findet sich schon darin, dass wenn man diese Bilder alle würde wörtlich verstehen, dass sie sich gegenseitig widersprechen. Die Hölle wird beschrieben als ein Ort von der äußersten, völligen Dunkelheit und Finsternis. Und gleichzeitig heisst es, ein Feuer wird in der Hölle nie erlöschen. Und wie soll man sich das jetzt vorstellen? Wie soll man das zusammendenken? Ein Ort von der völligen Finsternis, wo die ganze Zeit Feuer lodert. Im Mittelalter haben Theologen das Problem erkannt und haben eine Lösung gefunden dafür und haben gesagt, ja, das Feuer in der Hölle ist eben ganz ein spezielles Feuer. Das brennt zwar, aber das gibt nicht hell. Und dann sind sie über das nächste Problem gestolpert, wie es da heisst, da wird heulen und Zähne klappern sein. Und über lange Zeit hinweg hat man das Zähne klappern als Erfolg von extremer Kälte verstanden, Finsternis und klirrende Kälte, die einem zum Zähne klappern bringt, oder? Und dann hat man das auch noch müssen erklären und hat gesagt, ja, das Feuer in der Hölle ist so speziell, das brennt und gibt nicht hell und das gibt auch nicht warm. Jetzt, natürlich kann man sich helfen mit so Konstruktionen, aber man könnte ja auch auf den Gedanken kommen, dass es sich da um bildhafte
Beschreibungen handeln, die bildhaft möchten verstanden werden. Und man könnte dann fragen, ja, was wollen diese Bilder denn zum Ausdruck bringen? Oder? Ein Bild will etwas, will einen Gedanken zum Ausdruck bringen. Welcher Gedanke will zum Ausdruck gebracht werden, wenn es heisst, die Hölle, Gehenna, ist ein Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Und es ist nicht so einfach, da dahinter, nicht so schwer, würde ich sagen, da dahinter zu kommen. Weil im Alten Testament finden wir diese Ausdrücke immer wieder. Und es ist deutlich im Alten Testament, dass ein Feuer zum Beispiel nicht in erster Linie als ein Symbol steht für Schmerzen, die einem zugefügt werden, sondern ein Feuer ist ein Symbol für Vernichtung. Und wenn es heisst, ein Feuer wird nicht verlöschen, dann ist von einem Feuer die Rede, wo das wird verzehren und bis zum Schluss aufzehren, was es ergriffen hat. Und es wird nicht stoppen. Wir finden verschiedene prophetische Aussagen, irgendwie Gott wird ein Gericht senden über eine Stadt oder so und ein Feuer wird nicht verlöschen. Mit dem ist gemeint, ein Gericht ist definitiv. Und ein Feuer wird nicht verlöschen, bevor es ein Werk von der Zerstörung vollendet hat. Der Wurm wird nicht sterben, meint auch nicht, dass man, dass man eine Ewigkeit lang von Würmern zerfressen wird, sondern es wird ein Werk von der Zerstörung wird vollendet werden. Bei Sodom und Gomorra ist es ein klassisches Beispiel, wo der Petrus dann darauf Bezug nimmt, später die Geschichte von Sodom und Gomorra. Und der Petrus sagt, die Stadt ist in Schutt und Asche gelegt worden und zur Zerstörung verurteilt. Und er sagt der Petrus als warnendes Beispiel für das, was der Gottlose bevorsteht. Was ich will sagen mit dem ist, es gibt gute Gründe, schon aufgrund von diesen bildhaften Beschreibungen, zum Töll nicht als ein Ort von der ewigen Bestrafung verstehen, sondern zum Töll als eine Auslöschung von der Existenz zu verstehen. Also eine Zerstörung von der Existenz. Und es gibt auch Stellen, wo dann als Gegenargument aufgeführt werden, zum Beispiel wenn in Matthäus 25 die Rede ist von der ewigen Strafe, in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, von den Schafen und den Böcken. Die einen werden hingehen zur ewigen Strafe und die anderen zum ewigen Leben. Dann sagen wir, ja, da steht aber jetzt ewige Strafe. Es steht aber nicht ewige Bestrafung. Das ist ein Unterschied. Auch im Griechischen wäre das ein Unterschied. Das heisst nicht, die Hölle ist ein Ort von der ewigen Bestrafung, sondern ein Ort von der ewigen Strafe. Und damit ist gemeint, dass die Konsequenzen von dieser Strafe ewig sind. Es gibt eine andere Stelle im Hebräer 5, 5 oder 6, dort ist die Rede von der ewigen Errettung. Und mit dem ist auch nicht gemeint, dass die, die Jesus nachfolgen, ewig immer wieder errettet müssen werden oder so in Ewigkeit, sondern es ist die Rede von einer Errettung, die ewige Konsequenzen hat. Und eine Strafe, die Strafe hat auch ewige Konsequenzen, nämlich der Entzug vom Leben. Und das ist auch theologisch extrem naheliegend. Wir haben vorher gesungen, Gott, du bist the author of life. Du bist die Quelle, der Autor, der Geber von allem Leben. Und wenn Menschen sich vom Geber von allem Leben abwenden und wenn Gott das respektiert, dass Menschen sich von der Quelle vom Leben abwenden, dann bleibt nichts mehr übrig. Dann bleibt kein Leben übrig, unabhängig von der Gemeinschaft mit Gott. Was ich will sagen ist, die meisten Vorstellungen, die Leute von der Hölle haben, sind sehr viel zu lebendig. Wir haben das Gefühl, das ist irgendwie so Party-Location vom Teufel, wo er da sein grosses Barbecue rauszieht und die Gottlosen röstet für die Ewigkeit. Und wir stellen uns das sehr viel zu lebendig vor, wenn Gott tatsächlich den Wunsch von Menschen respektiert, ewig außerhalb der Gemeinschaft mit sich zu leben, dann bedeutet das, dass diesen Wesen alles Leben entzogen wird. Dann bedeutet das letztlich, dass sie ins Nichts zurückfallen. Und es gibt Theologen, schon der Augustinus hat das Problem gesehen, wo da drin ist. Und er hat dann gesagt, ja, jetzt ist es eben so, dass Gott es wundervoll bringt an denen, die in der Hölle sind. Und Gott,
Gott hält die wundersam am Leben, damit er sie in Ewigkeit quälen kann. Natürlich, jetzt kann man wieder sagen, ja, so kann man das schon lösen. Das Problem ist einfach, das wirft einen extremen Schatten aufs Wesen von Gott. Was ist das für ein Gott, der es nötig hat, so Arten von Wunder zu vollbringen, Menschen in Ewigkeit am Leben erhalten, damit er sie quälen kann? Und die Vorstellung würde auch voraussetzen, dass die Hölle etwas ist, wo Gott braucht, wo Gott nötig hat. Der ist zornig, der muss sich rächen und der braucht das jetzt bis in alle Ewigkeit. Aber die Hölle, vieles spricht biblisch dafür, dass die Hölle nicht ein Ort ist, wo Gott nötig hat, sondern dass die Hölle ein Ort ist, wo der Mensch nötig hat. Also die Hölle als Ort kann verstanden werden, oder Ort ist eigentlich gar kein glückliches Wort, aber dass die Hölle ein Zustand ist, wo der Mensch seinen Willen überkommt. Wo Gott den Willen von einem Menschen respektiert, nicht mit ihm wollen, in Gemeinschaft zu leben. Es gibt immer wieder Leute, die mich fragen, ja, wie will man die Vorstellung von Gott als Liebe in Übereinstimmung bringen mit der Existenz der Hölle? Und ich verstehe, dass Leute das fragen, wenn man die Hölle als einen Ort von der ewigen Qualen versteht, wo sogar Gott den Menschen noch zufügt, dann verstehe ich das. Aber wenn man die Hölle als einen Ort oder einen Zustand versteht, wo Gott den Menschen respektiert in seinem Willen, nicht mit ihm zu leben, dann ist die Vorstellung mit dem Gott von der Liebe sehr wohl vereinbar. Dann ist es sogar so, dass ein Gott von der Liebe so eine Art muss zugestehen, weil die Liebe zwingt nicht. Die Liebe zwingt niemand in Gemeinschaft mit sich selber. Und Gott weigert sich in Ewigkeit, Menschen zur Gemeinschaft mit sich selber zu zwingen. Man könnte auch sagen, die Hölle ist die letzte Respekterweisung von Gott, einem Willen vom Menschen gegenüber, nicht mit dem Gott in Gemeinschaft zu leben, nicht mit dem Gott zu tun haben. Gut, jetzt, ich sehe, ihr seid maximal erfrischt von diesen bisherigen Ausführungen. Jetzt die wichtige Frage, oder die Frage, die viele Leute beschäftigt, ja gut, okay, selbst wenn man so weit würde mitgehen, wer landet jetzt dort, oder? Wer wird von dem Schicksal getroffen? Und manche Christen sind sehr schnell mit einer Antwort auf diese Frage. Die sagen, ja, das ist ganz einfach. Dort landen alle die, wo Jesus nicht als ihren Herr und Erlöser angenommen haben. Dort landen alle die, wo je nachdem aus welcher kirchliche Tradition, du kommst, sagst vielleicht, dort landen alle die, die kein evangelikales Bekehrungsgebet gesprochen haben. Oder vielleicht bist du mehr so volkskirchlich veranlagt, das heißt ja, dort landen alle, die halt keine christliche Taufe hinter sich hatten oder so. Das sind sehr einfache, schwarz-weisse Lösungen. Die sind komfortabel, vor allem für die, die diese Lösungen vertreten, weil die wähnen sich natürlich immer auf der richtigen Seite, das ist ja klar. Aber es sind auch problematische Lösungen, die letztlich nicht verheben und wo die Kirche auch immer wieder gesehen hat, dass es problematische Lösungen sind. Die Kirche hat auf weiten Strecken in der Kirchengeschichte die Überzeugung hochgehalten worden, dass der Kreis von denen, die errettet werden, grösser ist als der Kreis der Bekehrten. Dass der Kreis von denen, die in der Gemeinschaft mit Gott, in der ewigen Gemeinschaft mit Gott endet, grösser ist als der Kreis von denen, die eine bewusste Entscheidung zur Nachfolge von Jesus getroffen haben. Und Kirche hat an dem festgehalten, zuerst einmal natürlich im Blick auf Frauen und Männer vom Glauben im Alten Testament. Ja, die haben natürlich noch nicht können ein Bekehrungsgebet zum Herrn Jesus reden, wie es der Herr Jesus ja noch gar nicht gegeben hat, als in seiner irdischen Gestalt, wie Jesus noch gar nicht im Fleisch und Blut unter uns gekommen ist. Also dort hat die Kirche immer darauf festgehalten, ja natürlich sind Glaubensmenschen vom Alten Testament in der Gnade von Jesus eingeschlossen, auch wenn sie den Namen von Jesus nicht kennt haben. Aber die Kirche ist weitergegangen als das. Die Kirche hat über weite Strecken auch darauf festgehalten, dass totgeborene Kinder oder Kleinkinder oder Unmündige, geistig Behinderte,
mental beeinträchtigte Personen. Menschen, die die mentalen Kapazitäten gar nicht haben oder als Kind vielleicht noch nicht haben, um ein Evangelium zu verstehen, um die vier geistlichen Gesetze zu rezitieren, um ein Bekehrungsgebet zu sprechen. Dass Menschen, die die Fähigkeiten gar nicht haben oder noch nicht haben, dass die eingeschlossen sind in der Gnade von Jesus. Das hat die Kirche immer festgehalten. Totgeburt war ein Riesenthema über Jahrhunderte von der Geschichte im Mittelalter. Ein grosser Prozentsatz der Kinder sind tot auf die Welt gekommen und Eltern waren umgetrieben von dieser Frage, ja, landet das Kind jetzt zu allem Übel auch noch in der Hölle? Und Kirche hat über weite Strecke gesagt, nein, diese Kinder sind eingeschlossen in der Gnade von Jesus. Und ich sage das jetzt extra so, damit niemand das Gefühl hat, diese Menschen, die würden dann so quasi hinter dem Rücken von Jesus in den Himmel geschmuggelt. Das war nicht die Idee, das war nicht die Vorstellung. Sondern die Vorstellung war, die Gnade von Jesus ist grösser und erstreckt sich auch auf Menschen, die ein Vorrecht nicht hatten, eine bewusste Entscheidung zur Nachfolge von Jesus zu treffen, die das vielleicht gar nicht haben können, die nicht Fähigkeiten dazu hatten. Und jetzt lege ich nochmal eins drauf, und das war eine Entdeckung für mich auch in der Vorbereitung. Mir ist klar geworden, wie stark die Hoffnung in der Kirche war, dass Gott auch über die Todesgrenze aus noch ums Leben von Menschen ringt. Es gibt eine faszinierende Tradition von der frühen Christenheit an, die zurückgeht eigentlich auf die neutestamentliche Überlieferung. Man redet im Volksmund von der Höllenfahrt Christi. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Aber es ist natürlich nicht Höllenfahrt. Es ist wieder eine Begriffsverwirrung. Was gemeint ist, ist der Gang von Jesus ins Totenreich, in Hades, in Sheol. Das ist ein Motiv, das in den ersten Christen in ganz vielen Gebeten auftaucht. In vielen Liedern, man hat Worship-Lieder gesungen, wo man Gott für das preist, dass Jesus ins Totenreich gestiegen ist. Das ist sogar in viel Glaubensbekenntnis reingekommen. Die meisten von euch werden nicht wahnsinnig vertraut sein mit altkirchlichen Glaubensbekenntnissen, aber in den meisten Glaubensbekenntnissen taucht das auf. Das heisst, Jesus Christus hat gelitten unter dem Boden. Pontius Pilatus ist abgestiegen ins Totenreich und auferstanden am dritten Tag. Und mit dieser Vorstellung, abgestiegen ins Totenreich, hat man nicht gemeint, dass Jesus die Höllenqualen auf sich genommen hat. Sondern die Vorstellung, die Idee war, dass Jesus im Totenreich Menschen für seine Liebe, für seine Gnade gewonnen hat und quasi ein Totenreich für den Himmel plündert hat. Das war die Vorstellung, die man in der Kirche hochgehalten hat. Und die war abgestützt gewesen, unter anderem auf zwei Stellen im 1. Petrusbrief. Und der Petrus schreibt, Gott wird mal Gericht halten über den Lebendigen und den Toten. Darum hat Jesus Christus auch den Toten ein Evangelium verkündigt, heisst es. Jesus hat den Toten das Evangelium verkündigt. Und dann ein paar Vers vorher heisst es schon, Jesus Christus hat für uns gelitten und ist tot worden, aber der Geist Gottes hat ihn lebendig gemacht und in ihm ist er auch hingegangen und hat den Geister im Gefängnis predigt. Geister im Gefängnis war eine klassische Umschreibung damals für das Totenreich. Das sind Geister im Gefängnis. Denen hat der Sohn Gottes predigt. Und der Paulus meint wahrscheinlich etwas Ähnliches, wenn er im Epheserbrief sagt, Jesus Christus ist im Triumphzug zur Höhe aufgestiegen. Also in die Gegenwart vom Vater aufgestiegen. Und dann heisst es, er hat Gefangene mit sich geführt. Das ist eine faszinierende Beschreibung. Jesus steigt zum Vater auf und führt Gefangene mit sich. Und dann sagt der Paulus, ja, wenn Jesus aufgestiegen ist, dann hätte er ja zuerst müssen absteigen. Und zwar bis in die tiefsten Tiefen von der Erde. Und das ist wieder eine gängige Umschreibung für das Totenreich. Die tiefsten Tiefen der Erde. Und Jesus ist dort hin und hat von dort Gefangene
aufgeführt. Man hat mit dem nicht gemeint, dass Jesus jetzt das ganze Totenreich lehrt und alle in den Himmel aufzwingt. Wieder, das würde dem Gedanken von der Liebe Gottes widersprechen. Aber die Idee war, oder die Hoffnung dahinter war, dass Gott um Menschen ringt, auch über die Todesgrenze aus. Und das Gespür war da, dass Gott Menschen nicht vorschnell aufgibt. Dass der Gott, der sich in der Bibel bezeugt, dass der nichts unversucht lässt, zum Menschen für Gemeinschaft mit sich zu gewinnen. Ich möchte abschließen mit einer Beobachtung, die mich mega geflasht hat aus der Offenbarung. Ich habe den Text schon so viel Mal gelesen und mir ist es noch nie aufgefallen. Erst in der Vorbereitung zu dieser Predigt, Offenbarung 21, 22, dort haben wir die atemberaubende Vision über zwei Kapitel von der Gemeinschaft, der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Da wird beschrieben, was die erwartet, die an Jesus festgehalten haben. Und dann heisst es, wird kein Leid und kein Schmerz mehr sein. Es werden kein Angstschrei mehr zu hören sein. Sondern der Vater, Gott, wird unter den Menschen wohnen und wird ewige Gemeinschaft mit den Menschen halten. Und in diesem Text ist dann immer wieder die Rede von den Gottlosen, also von denen, die es quasi nicht geschafft haben, beziehungsweise von denen, die sich von Gott bewusst abgewandt haben und gesagt haben, ich will mit dem Gott nichts zu tun haben. Und dann lesen wir Folgendes in Offenbarung 21, 7 und so weiter. Da heisst, die Überwinder vom Glauben werden als Söhne in der Gegenwart Gottes leben. Und die Gottlosen, heisst dann wörtlich, werden in feurigen See geworfen. Das ist der zweite Tod. Übrigens wieder, der feurige See steht nicht für ewige Qualen, sondern für den Tod. Der zweite endgültige Tod. Auslöschung von der Existenz außerhalb der Gemeinschaft Gottes. Okay, haben wir die Gottlosen versorgt. Und jetzt lesen wir weiter. Und was mir noch nie aufgefallen ist, ist, dass die Gottlosen huren hartnäckig immer wieder auftauchen, obwohl sie doch da im feurigen See versorgt worden sind. Ein paar Vers später heisst es, da wird die Stadt Gottes beschrieben. Das heisst, Tor von der Stadt Gottes werden Tag und Nacht nicht verschlossen sein. Eine sensationelle Vorstellung. Gott hat Gemeinschaft mit dem Menschen in Jerusalem, in dem himmlischen Jerusalem. Und die Türen von Jerusalem werden weit offen sein. Weit offen steht Tag und Nacht zum Völker aufnehmen. Und dann heisst es, aber die Gottlosen, die werden keinen Zutritt haben. Ja, ist ja schon logisch. Aber die haben wir ja vorher schon im feurigen Pfuhl versorgt. Was machen die jetzt wieder da? Oder? Und ein paar Vers später heisst es dann, selig sind die, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum vom Leben und zu den Toren von der Stadt können eintreten. Draussen aber stehen die Gottlosen. Er dachte, ja, was machen jetzt die? Jetzt stehen sie schon vor den Türen von der Stadt. Jetzt stehen sie schon vor den Toren der Stadt. Jetzt kommen die schon wieder. Was tauchen die jetzt wieder auf? Und dann am Schluss, und dort hat es mir fast eins gegeben, am Schluss von der Bibel, in den letzten Versen von der Bibel, mit diesen Versen entlädt uns die Bibel. Es gibt noch so drei Abschlussvers von der Offenbarung, aber mit diesen Versen entlädt uns die Bibel inhaltlich. Da lesen wir Folgendes. Der Geist Gottes und Brut. Wer ist Brut? Brut ist die Gemeinschaft von denen, wo ein ewiges Leben erben. Brut, das sind alle Menschen, die in der ewigen Gemeinschaft mit Gott enden. Der Geist Gottes und alle, die in der Gemeinschaft mit Gott werden die Ewigkeit verbringen, die rufen zusammen, kommt. Und wer den Ruf hört, soll ebenfalls sagen, kommt. Wer Durst hat, der soll kommen. Wer will, der soll vom Wasser vom Leben trinken. Er kommt es umsonst über. Ich habe mir noch nie die Frage gestellt, wem rufen die zu? Wem wird das zugerufen? Die Gottlosen sind versorgt und alle anderen sind Teil der Gemeinschaft mit Gott. Wem wird das zugerufen? Mir ist erst in der Vorbereitung zu dieser Predigt der Gedanke gekommen, dass es könnte sein, dass die Bibel uns entlädt mit einer Hoffnung darauf, dass die Beharrlichkeit von der Liebe Gottes
weiterreicht, als wir es ihr vielleicht zutraut haben. Dass Gott Menschen nicht so schnell aufgibt. Ich sage nicht, am Schluss landet alle automatisch im Himmel. Ich sage nur, die Schlussvision der Bibel, die gibt uns Grund, um der Gnade Gottes vielleicht noch ein bisschen mehr zuzutrauen, als wir es bis jetzt gemacht haben. Der Geist und die Brut rufen, komm. Und wer weiß, wer auf den Ruf antwortet, wo vor dem Tor von Jerusalem wartet. Lass uns Fragen beantworten, Kleusel. Das ist sehr, sehr spannend, was deine Ausführungen, dass die Hölle eben nicht ein Ort ist von der Bestrafung, sondern ein Ort ist, wo Gott nicht ist, wo man sagt, ja, die Menschen, die dort sagen, mein Wille geschehe und nicht dein Wille geschehe. Ich habe hier eine Frage, die dritte Frage, die hier ist, ist die Hölle ein Ort oder ist es eine Phase? Was sagst du zu dieser Frage? Also ich probiere eigentlich die Rede von der Hölle als einen Ort zu vermeiden, weil ich glaube eigentlich nicht, dass es ein Ort ist. Wenn die Hölle ein Ort wäre, dann landen wir auch bei einer ganz bizarren Vorstellung, dass nämlich in Ewigkeit eine Art wie, man sagt dem, ein Dualismus herrscht. Dass es quasi, Gott hat so sein Reich, den Himmel und so, da hat er Party mit den Gläubigen, oder? Und dann gibt es irgendwo gibt's noch einen anderen Ort, oder? Und dort ist quasi, dort herrscht der Teufel, oder dort ist, das ist wie, es gibt nicht zwei Orte. Es gibt so viele Verse im Neuen Testament, die deutlich machen, von Paulus auf vor allem, dass Gott am Schluss alles in allem wird sein. Dass die Gegenwart von Gott alle Wirklichkeit wird durchdringen und erfüllen. Dass Gott alles wird mit sich versöhnen, heisst es, oder? Dass Gott wird am Schluss alles in allem sein. Es wird nicht einen doppelten Ausgang geben in dem Sinn, dass es wie zwei Bereiche von der Wirklichkeit gibt, den Himmel und dann noch einen anderen, wo die Hölle ist. Oder die Hölle, in dem Sinn glaube ich nicht, dass die Hölle ein Ort ist. Wenn schon, würde ich es mir denken als Auslöschung von der Existenz. Die Hölle als ein Zustand, wo der Mensch zurückfällt, ist nichts, weil er sich von Gott definitiv will abwenden. Aber die Frage, die Hölle als eine Phase, ist eben nicht dumm, weil ich jetzt gerade aufgrund von diesen Entdeckungen im Buch von der Offenbarung würde sagen, ja, eben, vielleicht geht es sehr viel länger, bis Gott einen Menschen aufgibt, als wir es oft denken. Und der Tod ist vielleicht nicht das letzte Hindernis für Gott, um einen Menschen zu ringen. Das ist übrigens auch, das würde ich jetzt noch weit führen, aber das ist übrigens auch ein berechtigtes Anliegen von dieser katholischen Lehre vom Fegefeuer, wo ja wahnsinnig in Ungnade gefallen ist, zu Recht natürlich zur Zeit der Reformation. Aber ein Anliegen oder die Vorstellung dahinter, dass ein Mensch quasi unter den Konsequenzen von seinen Taten, unter den Konsequenzen von seiner Bosheit und von seiner Ungerechtigkeit quasi leidet, und ein Stück weit wie durch das Leiden auch wie gereinigt wird. Es ist gar nicht so ein dummer Gedanke, oder? Aber er ist einfach biblisch, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich auf dünnem Eis. Ich möchte an dieser Stelle mal euch allen Danke sagen, dass ihr so mitgemacht habt bei dem Slide, dass über 21 Fragen, die da drin sind, die aufgeschrieben wurden, sind für euch. Einige von euch haben ja viele Fragen geliked. Und das gefällt mir, weil mit dem sagt ihr, hey, ich bin aktiv dabei. Mit dem sagt ihr, ich ringe um meine Mündigkeit. Ich tue nicht einfach irgendetwas jetzt glauben, sondern ich tue mit Tatsachen, Herausforderungen für Glaubensmuster, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe, einfach ernsthaft stellen. Und ich möchte mündig werden. Das heisst, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und Mündigkeit heisst für mich nichts anderes als, ich möchte Entscheidungen treffen, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen. Entscheidungen, die mich näher zu Gott herführen und nicht weiter weg von ihm. Das ist für mich Mündigkeit. Und wenn ich sehe, wie die Fragen stellen, dann denke ich, wow, das ist cool, mit euch so unterwegs zu sein. Da seid ihr ein Teil davon, die macht euch Gedanken, die stellt euch auch den heraus.
vorne ja, Fragen, stellt euch und ihr ringt um gute und nicht einfach einfache Antworten. Also wirklich ein riesen Kranz euch alle zusammen, die alle die Fragen hier gestellt haben. Wenn wir jetzt sagen, eben die Hölle ist nicht ein Ort, die Hölle ist eine Phase, ja, was, ist denn, was bildet der Reuter der Teufel von einer Rolle? So, woher stammt die Vorstellung eines Teufels? Also ich habe die... Also bildet immer zusammen, Hölle und Teufel ist ja wie, ja. Wie Äpfel und Birne. Nein, aber das ist wie etwas, nein. Nein, ist etwas anderes. Das passt zusammen. Ich habe ein zusammengehört, oder? Ja, okay. Okay, das ist eine super Frage. Es ist aber auch eine sehr schwierige und komplexe Frage. Ich habe, in Basel habe ich eine Predigtreihe gemacht. Da haben wir über Hölle und über Teufel geredet und so. Eine eigene Predigt über das gehalten. Es fällt mir schwer, um das jetzt kurz auf den Punkt zu bringen. Also, der Teufel hat natürlich in der Bibel eine erstaunliche Karriere durchgemacht. Im Alten Testament spielt er fast gar keine Rolle. Also abgesehen vom Hiob-Buch kommt der Satan gar nie vor und beim Hiob nur zweimal. Also es gibt den Teufel in dem Sinn, ist eigentlich vernachlässigbar im Alten Testament. Allerdings die Vorstellung von gottfindlichen Mächten ist sehr präsent im Alten Testament. Und man versteht im Alten Testament die ganze Schöpfung schon in einem Kampf gegen Mächte vom Chaos. Also es gibt guten Grund zum Annehmen, dass man sich die Schöpfung auch vorstellen kann, so dass Gott quasi die Schöpfung im Chaos entrissen hat oder mit dem Chaos quasi gegen Chaosmächte gekämpft hat und die Schöpfung hervorgebracht hat. Das sind interessante Vorstellungen, die eben mit so gottfindlichen Mächten rechnen, mit der Präsenz und mit der Realität von gottfindlichen Mächten. Und Satan ist dann irgendwie, hat dann Karriere gemacht im Verlauf der Bibel als wie ein Paradesymbol oder vielleicht sogar die Spitze oder eben der höchste von diesen gottfindlichen Mächten. Es gibt viel zu dem zu sagen, es verbindet sich gerade meiner Meinung nach bei der evangelikalen Szene extrem viel hochproblematische Vorstellungen mit Satan und mit Teufel. Auch sehr viel angstvolle. Ich bin mit einer Heidenangst vor Teufel und Dämonen und Okkultismus aufgewachsen, wo meiner Meinung nach nur halbwegs berechtigt war. Und jedes Jahr hat es mindestens eine Jugendgruppenabend gegeben, wo super besucht war. Und alle immer wollen wissen, die Geschichte, und alle wollen hören, irgendwie über Satan und Dämonen und so. Und da hat man sich dann ergötzt an diesen schlimmen Geschichten, an all dem, was Menschen passiert, die AC/DC hören, oder? Und dann habe ich das nie gehört und habe so gute Musik verpasst aufgrund von diesen. Nein, sorry, aber es gibt eine Angstkultur, die ich heute nicht mehr unterschreiben würde. Eine Angstkultur, die selber etwas Dämonisches hat. Ja, die ich nicht mehr unterstützen würde. Auch wenn ich sage, ich würde es auf jeden Fall ernst nehmen. Ich würde niemandem empfehlen, sich mit gottfindlichen Mächten einzulassen. Ich glaube einfach, wenn wir das Gefühl haben, gottfindliche Mächte, die findet man im Okkultismus. Dann haben wir eine extrem verkürzte Sicht, wo der Teufel sich ins Fäustchen lacht, oder? Weil gottfindliche Mächte, also Okkultismus ist im Blick auf gottfindliche Mächte, jetzt sage ich etwas Freches, aber ist ein komplett vernachlässigbares Phänomen. Wenn man von gottfindlichen Mächten redet, dann muss man global mal auf die Unrechtssysteme schauen, wo Millionen und Milliarden von Menschen knechtet, auf Gier, wo sich konzentriert in der westlichen Welt, in Konzernen. Auf das sind auch Mächte. Das sind auch Mächte im Spiel. Oder? Und unter diesen Mächten sterben Millionen von Leuten. Oder? Und das sind auch Mächte. Das sind Machtverhältnisse. Oder? Und das ist meistens überhaupt nicht im Blick, wenn man von gottfindlichen Mächten redet, dann denkt man immer, oh, da hat einer Gläserrücken und hat einer Tarotkarte gelegt. Denk ich, je. Ja, das sind die kleinsten Probleme, die wir haben, ehrlich. Sorry, ich will niemanden aufregen, aber Jetzt sind wir gerade ein bisschen links gerückt, und wir gehen nach rechts über. Ich weiss, Basel ist ein bisschen linkslastig und der Wunsch von Basel. Ja, ich komme von dort. Ich will nicht politisieren, aber das ist meine Politik, das war noch kein politisches Statement. Nein, schon nicht. Das ist keine Abstimmungsempfehlung, aber das hat mit, nein, das hat mit gesellschaftlicher Wachsamkeit zu tun, dass man so sagt. Absolut. Aber die Frage vom Teufel,
Nochmal, du hast die so wie ausgeführt, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Leute drin nicht so eher verwirrt sind. Als, ja, also Jesus hat ja auch von dem, gibt es den nicht. Wie gehe ich jetzt mit dem um? Also weißt du, du hast sehr klar ausgeführt, aber irgendwie doch nicht so klar, dass es jetzt gibt es jetzt einen und gibt es jetzt keinen. Ich hake dich nur nachher. Mhm. Ich hake dich noch ein. Ich lasse deine Antwort nicht einfach so gelten. Ja. Ich will noch ein bisschen mehr hören. Es ist immer gefährlich, wenn man so nachhakt. Bei Theologen. Also, für was brauchst du denn genau? Nein, gute also, Frage. Look, look, ey, ich sag mal so. Ja, natürlich, Jesus hat am meisten von Satan geredet, von allen biblischen Bücher ist in der Jesus-Überlieferung am meisten von Satan gedreht. Und natürlich hat Jesus dort auch wieder Vorstellungen vom damaligen Judentum aufgegriffen, die populär waren. Und man hat in dieser Zeit, in der neutestamentlichen Zeit, hat man eben sehr profilierte Vorstellung gehabt, auch von Satan. Und Jesus hat das aufgegriffen. Und ich sage mit dem nicht, dass es nicht real ist. Ich sage auch nicht, dass es den nicht gibt. Ich sage nur, es gibt verschiedene Arten, sich den Teufel, ich sage nicht gerne den Teufel, wie die Leute dann immer gerade mittelalterliche irgendwelche Geissen, Peter, Heinis mit Dreizack und so. Das sind so lächerliche Vorstellungen, wo völlig ins Kraut rausschiessen. Aber der Satan als Widersacher Gottes, natürlich würde ich sagen, das gibt es, das ist eine machtvolle Realität. Man kann sich das aber sehr verschieden vorstellen. Oder? Und man muss jetzt nicht zum Beispiel die Theorie bemühen, ja, Satan ist einmal Worshipleiter im Himmel gewesen und ist dann abgefallen und so. Und hat dann, das sind alles so Vorstellungen, die sehr populär sind im evangelikalen Raum und die halt einfach biblisch auf hauchdünnem Eis stehen. Oder? Weil das sind sehr fragwürdige Auslegungen von sehr schwierigen Texten. Also ich sage einfach, man muss sich das nicht so erklären. Oder? Du hast gefragt, Claudia. Es ist gut. Ich möchte gerne die Leute ernst nehmen und ja, da fragt 17 Leute haben gesagt oder gefragt, was passiert mit Menschen, die sich das Leben nehmen? Mhm. Bewusst aus dem Leben rausgehen. Ich bin froh, dass die Frage kommt. Das ist etwas, was mir immer wieder begegnet ist, die Vorstellung, dass Menschen, die sich das Leben nehmen, quasi ihr Heil verwirken. Oder? Und ich finde das etwas, eine der grausamsten Vorstellungen, die man überhaupt hegen kann. Und ich finde das unglaublich, dass das so eine Verbreitung auch gefunden hat, dass ausgerechnet die Menschen, die am Leben verzweifeln, dass man denen dort nochmal nachtreten tut und sagt, und die sind nicht nur an dem Leben verzweifelt, sondern die werden auch in Ewigkeit verzweifeln, in der Hölle schreien. Also ich weiss, aus welcher Theologie so Gedanken kommen können. Und ich halte das für eine extrem schräge Theologie, oder? Weil ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, ja, wenn ich mich umbringen will, dann springe ich zum Hochhaus raus, weil mit den Pistolen und so, da hast du ja keine Zeit mehr zum Umkehren. Und wenn du jetzt zum Hochhaus ausspringst, dann kannst du während dem Fall noch um Vergebung bitten. Und wenn du unten ankommst, dann bist du quasi rein und kommst in den Himmel. Oder? Und die Vorstellung dahinter, das ist so ein mathematisches Verständnis von Sündenvergebung. Wie quasi, ja, wie willst du gerettet werden, wenn die letzte Tat, die du vollbracht hast, eine Tat von der Sünde ist, ein Mord. Selbstmord ist Mord, oder? Wie willst du in den Himmel kommen, wenn die letzte Tat, mit der du deinen Geist aushauchst, ein Mord ist, eine Sünde? Aber das ist ein eigenartiges Verständnis. Das ist das gleiche Verständnis, das in der frühen Kirchengeschichte Könige dazu gebracht haben, mit der Taufe zu warten bis zum Sterbebett. Weil sie genau gewusst haben, ich baue so viel Scheiße, dass eigentlich die Idee ist damals, nach der Taufe musst du eigentlich sündlos leben. Oder? Dann musst du Jesus nachfolgen, dann musst du es anbringen. Und die haben natürlich gewusst, ja gut, ich werde es nicht anbringen und ich will auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Darum lasse ich mich quasi auf dem Sterbebett taufen, mit dem letzten Atemzug so kurz vor dem Abserbeln, so noch im Namen
Namen des Vaters und dann rutscht sie so automatisch in den Himmel. Die Vorstellung ist schräg, weil sie Sündenvergebung als einen mathematischen Deal auffasst. Und wenn dein Konto im Minus ist beim Tod, hast du Pech gehabt. Aber Sündenvergebung ist mehr und etwas ganz anderes als das. Jesus zahlt für die Schuld der ganzen Menschheit. Und wenn du Gnade von Jesus kennenlernst und in Anspruch nimmst, ist dir deine Schuld vergeben. Und wenn du dann in eine Depression fällst und am Leben verzweifelst, und das passiert auch Christen, ich weiss von so vielen Christen und einige von den besten Leuten, die ich kenne, die durch herzzerreissende Phasen der Depression gegangen sind, wo sie oft mit dem Gedanken gespielt haben, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Und so Leute jetzt noch wollen sagen, ja, dann bist du verloren auf ewig. Das ist ein absolut gnadenloser Gedanke, der auch eben, wo mit dem Evangelium nichts mehr zu tun hat. Gnade von Gott macht uns zu Kind vom lebendigen Gott. Und ob deine letzte Tat eine Tat von der Barmherzigkeit ist oder eine Tat von der Verzweiflung oder sogar eine Tat vom Ungehorsam, spielt für das überhaupt keine Rolle. Wenn du der Gnade Gottes begegnet bist und sie in Anspruch genommen hast, dann kannst du damit rechnen. Und ich würde jetzt sogar ganz frech sagen, besonders dann, wenn du am Leben verzweifelst. Und also, ich würde. Ja, ich sage nicht mehr. Hey, danke vielmals, Manuel. Das ist tief im Herz gekommen. Wir lesen, ich möchte noch eine andere Frage aufnehmen. Wir lesen in der Bibel mit dem Gleichnis, weißt du, wo Jesus erzählt vom Abraham und vom Lazarus, von dem reichen Mann. Da ist eine ganz klare Rede von der Hölle und die ewige Pein. Und wie würdest du das deuten? Ja, also die Frage kommt immer wieder, wenn man über Hölle redet, wie den Leuten das halt in Erinnerung bleibt. Das Gleichnis, das Jesus erzählt von einem reichen Mann und einem armen Typ, der Lazarus heisst. Und der reiche Mann findet sich dann, aber er findet sich eben, das ist das Erste, man muss sagen, er findet sich eben nicht in der Hölle wieder. Er findet sich im Totenreich wieder, im Hades, im Scheol. Oder? Es ist sowieso nicht ein Gleichnis, das uns die Hölle beschreibt, sondern ein Gleichnis, das uns quasi da das Schattenreich beschreibt. Und das wird in der Zeit von Jesus ist das schon vorgestellt worden als ein Ort so quasi von der Vorbestrafung. Oder? Und das erlebt jetzt der reiche Mann dort. Und viele Leute haben das Gefühl, das ist doch eine sehr plastische Beschreibung von dem Schicksal, das auf die Gottlosen wartet. Aber Jesus greift an dieser Stelle einfach gängige Vorstellungen auf, die im Judentum damals geherrscht haben. Und ich würde das Gleichnis nicht so verstehen, dass Jesus mit dem die Vorstellungen alle gut heisst. Oder dass er mit dem sagt, genau so wird es sein. Er sagt ja auch, dann, in dem Gleichnis kommt ja dann auch vor, ja, der arme Lazarus, der findet sich wieder im Schoß Abrahams. Das war die Vorstellung von Juden in der damaligen Zeit, dass die Erlösten quasi im Schoß Abrahams dann sich wiederfinden und errettet werden. Das ist jetzt eine Vorstellung, die kaum jemand heute noch hegt und sagt, kein Christ ist mir je begegnet, der sagt, ich freue mich so nach dem Tod, dann im Schoß Abrahams zu landen. Uns ist klar, das sind Vorstellungen, die damals gehegt worden sind. Und Jesus greift die Vorstellungen auf und macht das Gleiche daraus, um einen bestimmten Punkt zu machen. Und der Punkt ist aber nicht, wie ist die Hölle beschaffen, sondern der Punkt ist, betrifft Gegenwart, betrifft es diesseits. Jesus macht mit dem Gleichnis klar, dass jetzt Zeit ist, um Barmherzigkeit zu üben gegenüber den Armen und den Schwachen und den Benachteiligten. Du kannst es später nicht nachholen. Und der reiche Mann wie sagt, dann kann ich wenigstens meinen Verwandten sagen, sie sollen barmherzig sein. Und es ist vorbei, du kannst nicht mehr zurück. Oder? Und Jesus macht mit dem Gleichnis deutlich, jetzt ist Zeit, Barmherzigkeit zu üben. Und das Gleichnis jetzt zu pressen, im Blick auf Aussagen über Himmel und Hölle, würde ich nicht empfehlen. Ich glaube, das führt ins Abseits. Ja. Ich hätte noch zwei Fragen. Und zwar für euch, ich glaube, es wäre okay, wenn ich da vom Slide mal ganz kurz wegkomme. Ich glaube, das tut mir verzeihen. Wir haben das Jahresmotto Fearless Love. Also wenn es in dem Sinn nicht die Hölle gibt, die wir uns vorgestellt haben,
warum sollte ich dir noch evangelisieren, wenn die Gottlosen am Schluss, wie du gesagt hast in der Offenbarung, vielleicht dann gleich noch in den Himmel kommen? Dann muss ich dir noch evangelisieren. Ja, also das ist, die Frage ist mir auch immer wieder begegnet. Und die Frage, das ist eine spannende Frage und eine sehr hilfreiche Frage, um uns selber auf den Zahn zu fühlen. Oder? Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, dass Motivation, zum Menschen von Jesus zu erzählen, leidet, wenn man nicht sicher sein kann, wenn man an der Vorstellung von einer wörtlichen Hölle zweifelt. Wenn man das Gefühl hat, ja, das nimmt aber etwas weg von der Motivation, zum Menschen von Jesus zu erzählen. Dann würde ich fragen, ja, was ist denn wirklich eine angemessene Motivation, zum Menschen von Jesus zu erzählen? Was ist denn, brauchen wir die Angst vor der Hölle? Brauchen wir die Angst vor der Hölle für unseren eigenen Glauben? Das ist eine Frage, gell? Und ich habe viele Christen kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, ja, die brauchen das ein Stück weit. Ich habe mal in einer Bibelschule, ich sage nicht wo, aber ich habe in einer Bibelschule erzählt, so ein bisschen, was ich euch jetzt auch erzählt habe, also, dass es gute Gründe gibt, um die Hölle als Vernichtung von der Existenz aufzufassen und nicht als ewiges Strafleiden. Und dann hat jemand entrüstet sich gemeldet und gesagt, ja, also, wenn Menschen ohne Gott nicht in Ewigkeit gequält werden, für was tue ich mir das Ganze denn da an? Und dann muss ich sagen, ja, das ist eine gute Frage. Für was tust du dir das Ganze an? Wenn du die Hölle brauchst, um beim Glauben zu bleiben, dann steht dir die Begegnung mit der Liebe von Gott noch bevor. Denn, weil wir leben mit Gott, wir folgen Jesus nach, nicht weil wir abgestoßen sind von der Vorstellung von der Hölle, sondern weil wir angezogen sind von der Liebe Gottes. Nicht weil wir Angst haben vor dem Schicksal, das auf uns wartet, wenn wir nicht mit Jesus nachfolgen, sondern weil wir fasziniert sind von der Liebe von dem Gott, der sich in Jesus gezeigt hat. Und von dem kann ich erzählen, selbst wenn ich würde sagen, alle kommen am Schluss in den Himmel, hätte ich nicht weniger Grund, um Menschen jetzt in diesem Leben schon mit der Liebe von Gott in Berührung zu bringen. Es hat Missionsbewegungen gegeben, die weitgehend universalistisch gedacht haben. Also Missionsbewegungen von Leuten, die überzeugt sind, am Schluss kommt Gott mit allen Menschen zum Ziel. Ich gehöre nicht zu denen, um das nochmal deutlich zu machen. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht, dass es der Fall ist. Aber es hat Missionsbewegungen von Leuten, die überzeugt sind, Gott kommt mit allen zum Ziel. Und die haben ihr Leben geopfert, um Menschen in diesem Leben mit der Liebe von Jesus in Berührung zu bringen. Das hat keinen direkten Zusammenhang. Motivation, zum Menschen von Jesus erzählen, braucht keine Hölle als ewiges Strafleiden. Ich möchte zur letzten Frage kommen. Die Zeit läuft uns da ab. Was macht denn dich persönlich so sicher, dass du einst im Himmel bist? Und wo nimmst du deine Überzeugung, einst in der Gegenwart von Gott zu sein? Du als Manuel. Ja, also das ist eine gute und eine persönliche Frage. Mir gefällt die Unterscheidung vom Luther, die unterscheidet zwischen Sicherheit und Gewissheit. Und der Luther sagt, es gibt keine Heilssicherheit. Es gibt nicht eine felsenfeste, beweisbare Sicherheit, dass man gerettet wird. Aber es gibt eine Gewissheit. Und eine Gewissheit, eine Sicherheit wäre etwas, wo man aus sich selber, das habe ich in mir drinnen, oder? Dass ich bin ganz sicher, ich werde es schaffen. Ich spiele im richtigen Team, ich werde es schaffen. Oder? Ich glaube, diese Art von Sicherheit ist nicht angemessen. Aber es gibt eine Gewissheit und ich habe tatsächlich eine Gewissheit, dass ich die Ewigkeit in der Gegenwart, in der Gemeinschaft von Gott wird verbringen. Aber die Gewissheit beruht nicht auf etwas, was in mir selber drin ist. Ich habe es heute Morgen gesagt, ich könnte von meiner eigenen Frömmigkeit nicht weniger beeindruckt sein. Ich könnte von meinem eigenen
Glauben, von dem, was ich mitbringe, nicht weniger beeindruckt sein, als ich es jetzt bin. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise herausragend qualifiziere, um die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Aber ich bin zutiefst ergriffen und beeindruckt von der Gnade von dem Gott, der sich in Jesus zeigt. Und ich durfte in den letzten Jahren eine Geschichte schreiben mit dem Gott, oder der Gott hat eine Geschichte geschrieben mit mir. Es ist die bessere Art, zu sagen. Der Gott hat eine Geschichte geschrieben mit mir, wo mir eine Gewissheit gibt, dass die Gnade von Gott in meinem Leben wird zum Ziel kommen. Und die gleiche Zuversicht und das gleiche Vertrauen in die Kraft der Gnade von Gott habe ich auch für viele andere Menschen, die ich kenne, wo auch durch Kämpfe durch und durch alle möglichen Siege und Niederlagen durch gehen, ein Vertrauen nicht in die Kraft vom Glauben der Einzelnen, nicht in die Kraft von meinem Glauben, sondern ein Vertrauen in die Kraft der Liebe von Gott, wo beharrlich um Menschen ringt bis zum Schluss. Wow, wo beharrlich um Menschen ringt bis zum Schluss. Ich glaube, das ist das, wo Gottes Gnade und Gottes Liebe ausmacht, dass er um unsere Menschenherzen sich bemüht und beharrt und nicht uns aufgibt. Und das finde ich mega cool. Ich möchte dich bitten, oder zuerst dir Danke sagen, Manuel, für deine Ausführungen, für all das, was du uns gelehrt hast, für all das, was du uns die Augen aufgetan hast heute. Ich weiss, du bist sehr scharfsinnig, du bist sehr belesen, du bist machst ganz viele Gedanken immer wieder. Und es ist eine Ehre, immer dürfen da zu haben, dem Gedankengut, was du machst, über Glauben, über Gott, über die Bibel, dem können beizuwohnen. Und du hast eine Art, uns beizubringen, die wir nachvollziehen können. Das ist eine riesige Begabe, die du hast, Menschen so zu lehren. Und für das möchte ich von ganzem Herzen danken. Und dich jetzt aber auch bitten, für uns zu beten. Einfach das Segen, was du kannst weitergeben, was du wirst weitergeben, einfach hier auf die Beine kommt. Sehr gerne, danke für die Einladung und lass uns doch aufstehen zum Beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nicht allein lässt. Dass du ein Gott bist, der nicht aus Distanz zuschaut, wie wir uns da durchs Leben wurschteln. Sondern dass du ein Gott bist, der in Jesus Christus mitten unter uns kommt. Dass du ein Gott bist, der ein Leben mit uns teilt. Und dass du ein Gott bist, der uns nicht so schnell aufgibt. Dass du ein Gott bist, der mit so einer Beharrlichkeit uns nachgeht. Der mit einer absoluten Eindringlichkeit von der Liebe um uns wirbt. Und wo wahrscheinlich eine Gnade und eine Liebe hat, die viel weiter reicht, als wir es uns jemals ausmalen können. Und Jesus, ich bitte dich, dass du deine Liebe aufleuchten lässt über unserem Leben. Und dass du deine Liebe hineinsprichst ins Leben von jeder Person, die diesen Raum betreten hat heute Abend. Und dass wir dürfen uns festhalten im Vertrauen an dich und im Vertrauen darauf, dass nicht unser Versagen und nicht unser Zerbruch und nicht unsere Zweifel und unsere Fragen das letzte Wort werden haben. Sondern dass deine Liebe das letzte Wort wird haben in unserem Leben, in Jesu Namen. Amen. Ich bete dafür und ich hoffe, dass Gott dich in diesem Moment irgendwo persönlich berührt hat. Bleib mit dieser persönlichen Berührung nicht einfach alleine, sondern komm zu unserer Celebration. Du kannst schauen, wenn sie stattfindet, auf unserer Webseite www.eisjostichbern.ch. Ich würde mich freuen, dich persönlich am Welcome Point zu begrüßen.